Hallo, willkommen zu dem neuen Cast. Ihr seht schon aus dem eigenen Pott diesmal. Ja, Pete und meine Wenigkeit haben 2 gegen 2 gemacht gegen Entomology, wie man so spricht, Entomologie und Lamar. Entomologie, ich habe eben mal gegoogelt, das ist wohl die Studie nach Insekten und ihre Beziehung zu Menschen. Ich fühle mich jetzt voll schlau. So, egal. Genau, wir machen jetzt hier. Ja, ich habe jetzt in den letzten 2 Wochen nicht so viel Zeit gehabt. Aber von daher ist es jetzt mein erstes Spiel nach 2 Wochen wieder. Entsprechend scheiße wird das, das kann ich jetzt schon verraten. Aber es sind 2 gegen 2, was ein bisschen länger ging und das ist immer ganz nett zu casten und mal vielleicht eine Abwechslung zu dem ganzen Pro-Gameplay. Also normalen Menschen an der Arbeit. Das seht ihr jetzt hier. So, Peter hat Frankreich und ich habe Heiliges Reich. Wir sind komplett ohne Plan eigentlich hingegangen in das Spiel. Genau. Es gibt wohl, jetzt habe ich das mit den Schafen übrigens auch begriffen. Peter hat mir das eben gesagt. Wenn man wohl das Schaf zu nah an die Hütte stellt, dann kommen die wohl oben raus, hat er gehört, sagt er. Weil bei mir spawnen die nämlich jetzt ja gerade hier unten gespawnt, aber ich tue die Schafe immer ganz nah ran und dann spawnen die nachher oben. Und ich wusste nicht, dass es damit zusammenhängt. Also das sorgt dafür, dass der Spawn länger dauert. Ist die Frage, was sich mehr lohnt am Schluss, aber wahrscheinlich lohnt es sich dann immer noch. Vielleicht wird es sich sogar lohnen, die Schafe oben auszuschlachten dann, weil der dann oben vielleicht auch spawnt. Muss ich mir noch angucken in Ruhe. Na, hier spawnt er halt oben und das ist halt ärgerlich, wenn er drum rumgeht. Aber er ist ja länger am Schaf als dieser erste Laufweg wahrscheinlich. Und da lohnt es sich vielleicht. So, da unten wollt Schafe klauen. Das war seins, das weiß ich noch. Ja, genau. Also die beiden können natürlich jetzt hier, ne, Frankreich, sehr aggressiv auf der Map. Ist, glaube ich, eine sehr dankbare Frankreich-Map, ne, weil die einfach extrem weit auf ist überall. Und dann kann man den Rittern überall hinreiten. Hier ist der Herr Agro, ne, also Ottomane, klar, kommt über ein früher Speer. Sollte auch einen frühen Turm bauen, hat Pete vorgeschlagen. Weiß nicht, ob ich das hinkriege. Aber ich habe früher als sonst gebaut. Naja, ja, gucken wir mal. Vom Bild her, da ich halt, wo ich die letzte Zeit gespielt hatte, eigentlich nur diese 2 gegen 2 oder 3 gegen 3 Bildgeschichte hatte, drittes Zeitalter Rushen und dann Burggrafenpalast, bin ich jetzt einfach mal auf diesem Bild geblieben, habe gesagt, ich verteidige dann eben, wenn jemand kommt und hoffe, dass Pete eben überlebt, falls er alleine angegriffen wird. Ist ja doch ein bisschen Lauffläche hier vorne, aber klar, ne? Französische Ritter kann man früher warten und hier kommen ja auch die Speere, die am Anfang harassen, ne? Und von daher ist das schon so, dass das ein bisschen gefährlich ist, einfach drittes Zeitalter zu gehen. Ist aber auch nicht der kleinste Laufweg, wenn ihr mal guckt. Ne? Also das gleicht ja schon ein bisschen aus. Und wenn Pete ja schon sagt, er baut frühe Türme. Ja, also hier unten zum Beispiel, weil er ja damit rechnen muss, dass jetzt der erste Speer zu ihm läuft. Also das wäre halt auch meine Prognose, dass die halt gerade auf den Franzosen und seinen Goldvorrat gehen mit dem ersten Speer. Ne? Müsste er auch einen Turm bauen. Hat er sogar vor dem Spiel noch gesagt. Sehe ich gerade, macht er aber trotzdem nicht. Ja, also sagen wir so, selbst wenn er einen frühen Ritter hätte, das würde ja auch nicht helfen, weil dein Speer hochkommt. Ne? Also ich glaube, ich will Peter ja nicht reinreden, aber ich könnte mir vorstellen, dass sein Ratschlag, den er mir gegeben hat, ganz gut wäre, wenn er es auch gemacht hätte. Weil sonst das Gold gleich aus und dann kann er Pferde daraus bauen. Ich meine, es ist eigentlich egal, weil das beides gegen Speer nicht gut ist. Ne? Also das mit dem frühen Turm hätte er vielleicht das dafür verzögert. Hätte er, glaube ich, mehr von gehabt. Vielleicht macht das ja noch, aber das müsste dann wirklich pronto gehen. Ja, da kommen sie schon, bringen Wolf mit. Ich habe übrigens bei mir hier vorne ein bisschen Holz gehackt, ein bisschen früher, als ich sonst mache, weil ich den Turm halt bauen wollte, ne, den frühen. Ja, aber für den Speer, wie ihr seht, auch zu spät gekommen. Es ist die Frage, wie viel einer halt jetzt hier macht, ne? Da kann er immer einen Verletzten einfach wegrollen. Ihn sogar auch angreifen, also hat er wohl keinen Stress. Müsste aber gleich auch der zweite kommen und der hilft jetzt auch, der macht nur einen Schaden pro Hit, also. Das ist nicht viel. Und da kommt schon das Holz. Also vielleicht macht er gleich sein Türmchen. Ja. Weil der braucht das Gold halt für die Ritter, damit er raiden gehen kann, ne? Ja. Das ist nicht so angenehm für ihn im Moment. Hin und her. Da machen sie. Gib ihm. Ja, die drei könnten ihn wahrscheinlich besiegen, aber der Speer ist auch dabei. Der französische Speer hätte wahrscheinlich helfen müssen. Aber jetzt kommt der zweite. Und damit ist das Gold jetzt quasi aus. Hat er wahrscheinlich auch schon mit gerechnet. Sehr schön. Ja, aber vom Holz reicht es wahrscheinlich nicht aus, vermute ich mal, ne? Ich stapel Nahrung. Ja, wie gesagt, mein Bild könnt ihr halt vergessen. Ich habe keinen Plan, ne? Das ist mein Turm übrigens. Also ich meine, ich brauche die Nahrung ja eh. Ich brauche auch das Gold gleichzeitig zum Aufsteigen. Also es ist jetzt nicht so, dass ich nicht benutzen würde. Aber wenn ich jetzt im zweiten was machen wollte, dann wäre natürlich das so aufzubauen nicht gut. Dann wäre es besser gewesen, ein bisschen mehr Holz zu haben, ein bisschen weniger Nahrung. Aber ich habe halt noch keine Idee, wie ich es umstelle. Ich habe jetzt tatsächlich von der Nahrung auch die 4 abgezogen. Man muss, glaube ich, vorher immer das abgeben. Das mache ich mit Rechtsklick. Wenn wir die noch irgendwie Nahrung in der Hand haben und dann Holz hacken, dann vernichten die das, glaube ich. Ne? Und dann müsst ihr immer einen Rechtsklick vorher machen. Und genau, jetzt tue ich halt ganz viel Holz schnell hacken. Einfach um ein bisschen flexibler zu sein. Pete hat ja gesagt, dass unter Druck gesetzt wird, damit ich eben zur Not auch was machen kann. Ne? Also vielleicht eine Kaserne bauen. Ich will allerdings noch ins dritte Zeitalter gehen. Ist immer noch die Strategie, weil das ist. Also das rechtfertigt ja noch nicht, dass ich jetzt Kaserne machen hochgehe unbedingt. Ne? Das kann er ja auch alleine besiegen, ist ja nur ein Spieler derzeit.
Ritter. Noch ein Speer. Und wir müssten jetzt eigentlich mal gucken. Fog of War. Ihr seht den Fog of War gerade nicht. Da. So, jetzt wann? Genau, gucken, was die Gegner machen. Das mache ich jetzt gerade, ne? Um zu sehen. Also haben die jetzt ein Stall oder zwei Ställe, das weiß ich hier unten noch. Hier war zum Beispiel ein Haufen Gold gewesen. Er hat keine Steine abgeholt, wie wir gesehen haben, also kein Expansion-Bild. Das heißt, wir wissen, dass sie jetzt eigentlich Krieg führen. Das heißt, zu diesem Zeitpunkt hätte ich vielleicht doch lieber sagen sollen, ich mache jetzt zweite Zeitalter-Einheit. Ich glaube, dass das ein Fehler von mir gerade ist. Also ich habe das sogar noch gesagt im Discord, ja, die bauen keine Steine ab. Ich habe beide Steinvorräte jetzt gescoutet. Ich habe kein zweites Produktionsgebäude zwar gesehen, aber das eine kann ja Ritter spammen, ne? Also und da hätte ich jetzt eigentlich Einheiten bauen sollen. Ja, wie gesagt, ne? So ein bisschen halb müde Brain AFK gespielt. Aber ist auf jeden Fall ein Fehler. Also ich hätte jetzt Einheiten bauen sollen, statt dritte Zeitalter zu rushen. Also es war zumindest offensichtlich, dass die Speere da sind und dass der Franzose Ritter spammen will, ne? Und ich hatte ja einen eigenen Turm schon. Von da würden die dann zum Pete gehen, war auch die Überlegung. Ja, sieht wobei noch nicht so schlecht bei ihm aus mit der Verteidigung. Ja, jetzt bleibt der Jungs weg. Goldeinkommen ist weg, aber er hat ja sein Holz hier oben. Und solange da der Franzose nicht reinreitet, kann er die at bay halten, so ein bisschen. Er ist nicht zu weit raus, sonst kommt der Ritter wieder. Vielleicht war das die Überlegung. Also, ich glaube tatsächlich trotzdem, ich hätte jetzt einfach zur Sicherheit eine Kaserne bauen sollen. Da hätte es T3 zwar verzögert, T3 ist schon zu viel COA gespielt, aber. Und das hätte, dass der Ritter mal nicht gesprochen habe. Genau, das hätte es was verzögert, aber es hätte mehr Sicherheit ins Spiel reingebracht. Und Pete natürlich entlastet. Er hat immer noch keinen Turm gebaut. War ja sein Vorschlag mit dem Turm. Ich fand ihn auch gut, ehrlich gesagt. Naja, aber hier ist auch nicht gut, ne? Also hätte ich jetzt wäre der Ritter jetzt zu mir gekommen, der Franzose, das wäre sehr gefährlich gewesen. Also ich sammle jetzt einfach fleißig weiter Royal Greedy und baue jetzt meinen T2, also mein älteres Zeitalter meine ich. Ist jetzt gleich fertig, da kommt der nächste Turm für das Holz. Ich wusste schon, wenn die Bären alle sind, dass ich, da habe ich mal mitgedacht zur Abwechslung, wenn die Bären alle sind, dass ich Farmen bauen sollte. Und deswegen beschütze ich jetzt das Holz hier vorne und dann werden die gleich Holz hacken gehen. Er muss halt sagen, der Franzose hat auch einen Fehler gemacht, dass er hier vorne mitgemacht hat. Also kann er ja machen, aber er kriegt ja nichts raus. Dem nur das Gold auszumachen, führt ihn ja nicht weiter. Okay, der bleibt auf dem zweiten Zeitalter, aber gerade das Heilige Römische Reich auf dem dritten Zeitalter gehen zu lassen, ist, glaube ich, nicht so gut. Turm hat sich gelohnt. Mal selber auf die Schulter klopfen, aber Piet Vorschlag, ne? Deswegen immer noch überrascht bin, dass er nicht gebaut hat. Okay, das da oben schützen. Und er kriegt ja jetzt sein Gold da oben, obwohl das sehr risky ist. Eine Turm passen nur 5 Mann rein, ne? Dass 4 Arbeiter würden sterben, wenn die Ritter da hochreiten. Aber das ist eine Frage des Scoutens auch, ne? Und im Moment reitet immer die gleiche Strecke ab. Wenn wir halt eben hier unten die sinnvollen Sachen gescoutet haben, ich immer wieder hin und her geritten. Der hier reitet immer wieder drumherum und guckt, das ist im Kreis geritten eben, ja? Das gucke ich mir halt immer wieder an. Ich habe zwar nicht die Klickrate, aber das, was ich jedem Cast sage, mehr zu scouten, das mache ich wirklich, ja? Das ist das Einzige, wo ich mich ein bisschen konzentriere. Ja, die Jungs hier, ne? Die offensichtlich sind jetzt nicht da hochgeritten. Also die hätten ja einfach hier lang reiten können. Die reiten nicht das Gold ab. Das halte ich für einen gigantischen Fehler. Und die haben den Heiligen Römischen Reichsspieler in Ruhe gelassen, was auch nicht so attraktiv ist, ne? Unbedingt. So, ich sammle jetzt eine Gruppe von Waffenknechten. Das Problem war gewesen, ich wusste, dass Ritter auf dem Feld waren. Hab gesagt, also erstmal, wenn ich zu früh mit denen runtergehe, werden die abgeschlachtet. Und selbst wenn ich mit denen jetzt so runtergehe, ist die Gefahr sehr groß, dass ich abgeschlachtet werde. Weil ich habe ja keine Upgrades, um die Ritter vom Pferd zu holen, ne? Also da kann ich mit denen noch nichts machen und ich habe gerade ein Nahrungsproblem. Das hat ihr schon vorausgeplant, aber nicht optimal, wie ihr seht, ne? So hier vorne, sein Mitspieler ist ebenfalls Reiter gegangen. Moment, sind es leichte Reiter. Genau, die schlagen alle dasselbe Schaf. Ja, ich stehe gleich um, aber ihr seht schon, der Bild ist Kokolores. Das muss natürlich viel flüssiger gehen und deswegen kann ich jetzt auch hier, ne, keine Ressourcen, nichts pumpen. Hab so eine kleine Gruppe, aber das sind viel zu viele Ritter für die kleine Gruppe und da gehe ich wieder. Aber das war mir schon klar, weil die die ganze Zeit sichtbar gemacht haben. Hätte er sich nicht sichtbar gemacht, hätte er die Gruppe da unten oder beim Angriff vernichten können ohne Probleme. Aber trotzdem, also der ist jetzt hier, ne? Der ist nicht da oben, Pete, das Gold ausmachen und das halte ich für einen gigantischen Fehler. Also der ist nicht am Raiden. Die haben beide Raid-Armeen gebaut und beide sind nicht am Raiden damit oder zumindest nicht effektiv am Raiden, ne? Und da denke ich, dass sie gerade einen fiesen Fehler machen, die beiden. Wirtschaftlich gesehen, ja, der baut hier seine Akademien, das kennt man ja schon so ein bisschen. Hier unten auch nichts, also kein Expansion-Bild, obwohl er jetzt gerade die Steine abbaut, macht also jetzt seine Expansion langsam. Und da haben sie meinen Scout leider vom Pferd geholt. Da habe ich wohl vergessen, weiter rumzuklicken. Aber ich wusste zumindest, dass die Ritter dann alle hier sind, wie viele es sind. Das war nett von ihm, was mit allen gemacht hat. Ja, es geht wieder zum Pete hoch.
Also wird hier angegriffen von ganz vielen Reiterarmeen. Und hier oben ist halt ein Turm zu wenig. Das wird jetzt wahrscheinlich wehtun für ihn. Ja, ne? Ein Turm zu wenig. Er hat zwar noch eine eigene Ritterarmee. Das könnte hier sogar klappen. Mit Verlusten. Der Franzose kommt auch dazu. Das war der Grund, warum ich noch nicht raus bin. Ich wusste zu dem Zeitpunkt nicht, ob die Ritter nicht hier unten nur noch gewartet haben, wie gerade eben. Sobald die sichtbar wären hier vorne, bewege ich jetzt gleich meinen kleinen Blob auf die gegnerische Base zu. Also erst oben verteidigen oder angreifen. Und dann haben wir gesagt, ich gehe angreifen. Wir gehen jetzt zum Franzosen runter. Währenddessen stirbt aber bei Franzosen natürlich eine ganze Menge Zeugs. Kann man wahrscheinlich die Ritter auch einfach wegnehmen, aber der will wahrscheinlich die Pfeile noch nutzen. Ich glaube nur nicht, dass sich das lohnt am Schluss. Sehr schön, hat sich ein Tor gebaut, ging hinten raus. Also die Arbeiter hat er alle gerettet, das hat sich gelohnt. Dafür opfern sie jetzt zwar die Ritter anscheinend, aber das ist glaube ich auch nicht so verkehrt. Ja, aber die fünf sind tot da drin. Hier geht's weiter, nächste Raid. Ein bisschen wenig Türme in Summe, ne? Aber klar, wenn die ganze Zeit angegriffen wird, ist natürlich auch fies. Meine Armee, wie gesagt, läuft hier runter, also ist halt zu Fuß, dauert es ein bisschen. Ist eine sehr große Map, ne? Ja, also der Piet wird von den beiden immer auseinandergenommen. Trotzdem weiß ich nicht, ob die das richtig machen, dass sie den Heiligen Römischen Reichsspieler nicht unter Druck setzen, weil ich ja doch... Ich meine, ich habe einen miserablen Bild, ne, weil ich wirklich super schlampig spiele, aber den Heiligen Römischen Reichsspieler nicht unter Druck zu setzen, ich halte das für einen Fehler. Für einen ganz, ganz großen Fehler. Ich gehe aufs Gold, damit die Ritter ausgehen. Da ist es auch schon. Da habe ich mich verklickt. Ich wollte eigentlich die hinteren nach rechts, nach links bringen, bevor ich angreife, damit die hier im Empfang nehmen. Da habe ich nicht rechtzeitig geschafft. Ja. Sonst hätte ich hier vorne ein, zwei Arbeiter mehr töten können, aber nicht richtig gesteuert. Egal. Jetzt laufe ich halt durch die Base hier unten, laufe hier unten das ab und dann die anderen Ressourcen, Bären und was sie alles haben. Ne? Also ich laufe jetzt hier die ganzen Ressourcen ab. Ja, denn unten sehe ich leider zu spät. Also ich habe mir schon gedacht, dass sie hier unten sammeln. Da war dann kein Arbeiter und die laufen jetzt nach rechts leider. Die habe ich zu spät gesehen, unglücklicherweise. Ja, die laufen jetzt nach Hause, die eh nicht bekommen, denke ich. Trotzdem, die Wirtschaft von Franzosen ist erstmal aus. So, jetzt größenwahnsinnig der Franzose. Hat sie jetzt gesagt, der baut sich da eine Festung in die Mitte. Also nicht so ungut, aber das geht gar nicht, ne? Also das ist wirklich ein No-Go, was er da macht. Das muss er ja auch beschützen, das Ding, ne? Und ich bin gerade in seiner Base sogar. Ist nicht so, dass ich, ne, dass ich offensichtlich nicht, ich spiele ja nicht defensiv. Also von daher, jetzt glaube ich weiter zum nächsten hier. Ja, dritte Wahrzeichen, das knipsen wir auch mal direkt aus. Der Kaiserpalast ist nicht. Zack, zack. Natürlich will die ganze Zeit Wirtschaft, die nicht klappt, ne? Und das Haupthaus hat auch nicht genug Leute, um die reinzunehmen. Klar, sterben die wieder alle, aber dafür sind jetzt die Wirtschaften der beiden Spieler kurz aus. Was, glaube ich, immer ganz nett ist. Was hat er denn? 800 hat er jetzt, sagen wir mal 900 Einkommen. Ich bin bei 1400 vielleicht. Piet ist bei 1000. Und der Franzose ist auch komplett ausgeknipst, ne? Also diese Rundtour von denen, die ja für die ganze Wirtschaft von denen, die Eidelzeit macht und ein paar Leute tötet. Natürlich auch die Bauzeit muss er dazu rechnen noch. Aber man kann schon sagen, also die Wirtschaft ist von allen ausgeknipst, ne? Das hat sich auf jeden Fall gelohnt, da runterzulaufen. Der ist so greedy, der Franzose. Der hat ja wirklich einen falschen Spieler bei mir mitgefunden. Ne? Also er sagt, ich würde überall einfach mal Ressourcen abbauen, überall. Also ich bin halt wirklich ein Freund von dieser Scout-Geschichte. Klar, sind die jetzt tot, ne? Aber das hat ja natürlich auch die Reiter runtergezogen, Wirtschaft ausgemacht und es kann Piet natürlich auch ein bisschen, ne, durchatmen. Ja, Bild, ne, brauchen wir nicht drüber sprechen, ist alles scheiße. Allein hier so zu bauen, das geht gar nicht, das ist ja völlige Katastrophe. Aber zumindest baue ich die Ressourcen, die ich brauche, auch wenn es furchtbar aussieht. Ja, das Ding da. Da habe ich 800 Holz über. Das ist natürlich auch, ne, Blödsinn. Sie muss, glaube ich, darüber einig. Ich habe halt zu lange die da drauf gehabt, weil ich da oben mit dem Klicken beschäftigt war. Das Ding lohnt sich natürlich auch nicht. Die haben beide Reiterarmeen. Wie soll ich das jemals beschützen, eine Belagerungswaffe? Das ist natürlich auch falsch, ne? Also da funktioniert gar nichts derzeit. Piet hat sich jetzt seine eigene Speere geholt. Ist wahrscheinlich hier gleich mal irgendwas mit einem Expansion oder so bauen, vermute ich. So, nächste Gruppe. Weil die einzeln loszuschicken macht ja keinen Sinn. Die werden einfach von den Reitern niedergemäht. Ne? Und da brauchen wir schon eine Gruppe, die das macht. Hat die Keule inzwischen. Das ist für die, ihr wisst schon, wofür das ist. Für die Ritter, ne? Die Rüstung mehr weghauen. Mit der Fackel. So, genau. Hier ist der Größenwahnsinnige, wie gesagt. Hat sich da halt ein Haupthaus mitten ins Nirvana gesetzt. Okay. Rechtsklick, weg damit. Also, ich weiß nicht, was er sich dabei gedacht hat. Das ist ein absolutes Rätsel. Also, es muss doch bestraft werden. Popcap vergessen, wie ich sehe. Ich baue das Haus aber, glaube ich, schon. Piet kommt auch dazu. Hat ein paar Ritter gefunden, nice. Also, leichte Nahkampfkavallerie hauptsächlich wohl. Und da, die haben keine Chance gegen Ritter. Das ist ja auch nicht optimal.
Ja, und jetzt kommen wir von allen Seiten und holen das weg. Also das hätte nie eine Überlebenschance gehabt. Hier auch ein Fehler von uns, ne? Also eigentlich von dem, der die Ritter spielt. Wir wussten, dass da Arbeiter drin waren. Die Ritter hätten natürlich die Arbeiter jetzt töten müssen und den Weg nach unten, ne? Ob die Waffentechniker es geschafft hätten, weiß ich nicht. Aber die Ritter hätten es locker geschafft. Da war er wahrscheinlich mit irgendwie Klicken beschäftigt. Jetzt haben sie Hauptpost verloren und Armee verloren. War nicht ganz so optimal offensichtlich. Nächstes Kampf. Jetzt gleich kommt aber eine schöne Aktion vom Gegner. Ich laufe jetzt hier hin mit meiner Armee, will er da mitmachen, ne? Weil Pete hier gerade, der hat jetzt den Speer und seine ganze Reiterarmee verloren. Ich habe ihm das zwar gepinkt, aber er hat zu spät geklickt, hat er wohl auch keinen guten Tag gehabt. Genau, jetzt hacke ich dich zwar tot hier, ne? Keine Frage, aber die haben ja beide mobile Verbände und wir sind jetzt doch hier unten sehr nah an ihrer Basis dran. Ne? Das heißt, die Gefahr, dass ich jetzt hier gedoppelt werde, auch wenn Pete mit ein paar Leuten bei ist, aber er hat gerade einen Haufen Ritter verloren, die ist gar nicht mal von der Hand zu weisen. Wir haben zwar zwei Armeen, aber ich glaube, dass das sehr gefährlich auch sein könnte, wenn man so einschätzt. Ja, und da kommt jetzt die französische Ritterarmee. Gott sei Dank kämpft die gegen die Speere. Macht schon Sinn, wenn man da unbedingt kämpfen will, dann muss man die Speere vielleicht rausfokussieren, damit die nicht nonstop einen zuhacken. Ob man das so machen muss, wage ich zu hinterfragen. Aber der Punkt ist, dass da jetzt eine ottomanische Ritterarmee ist und hier eine französische Ritterarmee ist. Und wir lassen uns halt jetzt reinbaiten, ne? Also ich weiß nicht, ob sich das lohnt. Und verstärken wir natürlich dann einzeln abgefangen. Ich habe den der gezogen. Und jetzt stehen wir natürlich hier umzingelt von zwei Ritterarmeen. Ja, Hammer und Amboss. Trotzdem, noch geht's. Wir kämpfen wacker. Wir kämpfen wacker. Aber es werden halt immer mehr, ne? Also, dass wir jeden Waffenknecht einen Ritter inzwischen. Und hier drüben hat ja auch eine Reiterarmee. Ja, und jetzt reitet Pete weg, okay. Die habe ich vergessen zu steuern offensichtlich. Nee, doch, jetzt kommen sie. Ja, sollte mir in den Rücken laufen. Der steuert halt so, als ob er denkt, dass ich nicht steuern würde, ne? Weil ich habe ja, das war ein Gehbefehl, das hat er gesehen, ist mir dahergeritten. Und als er neben mir stand, habe ich dann einen Angriffsbefehl gemacht. Ich glaube, dass der ein anderes Elo gewohnt ist und dementsprechend spielt, ne? Mit dem Haupthaus oder mit dem, ich laufe da hinterher, weil der Klick ist, ist doch hier ein Gehbefehl, das klappt das sogar eine Sekunde, ne? Aber der spielt so, als ob er damit rechnet, dass die Leute halt so Fehler machen, dass sie gehen statt kämpfen und dass die Haupthäuser oder Ressourcenpunkte ignorieren, wenn die in den Seiten gemacht werden. So. Also früher oder später müssen die Ritter kommen. Also das ist einfach zu riskant, was ich da mache. Ne? Ich bin seit einer Stunde gefühlt hier unterwegs. Irgendwann, da kommt sie, die Gruppe. Ja, und jetzt kommen beide Reiterarmeen. Und damit verliere ich alle Waffenknechte. Also es war Käse, ne? Ich war viel zu lange da unten mit einer langsamen Armee. Ich meine, haut trotzdem noch ein paar Ritter vom Pferd, so vermute ich. Aber sind ja zu viele. Und jetzt kommt der Charge von hinten. Nein! Alle tot. Die tapferen Waffenknechte. Ja, und so habe ich meine gesamte Armee verloren. Jetzt kann man trotzdem argumentieren, auch wenn ich nicht sagen würde, dass es ein guter Move von mir war, da unten zu sein. Dass es trotzdem okay ist, weil zwei Reiterarmeen jetzt keinen mehr geradet haben in der Zeit, ne? Kinder, das ist ja so größenwahnsinnig, der Spieler. Fällt mir nichts zu ein. Ne, aber die haben eine ganze Zeit lang nicht mehr geradet. Das heißt, ne, Pete hatte auch wieder Zeit, sich zu erholen. Was sehr wichtig ist, weil er ist der bessere Spieler von uns. Wenn der Wirtschaft aufbauen kann, dann kann er, ne, die Ressourcen effektiver benutzen. Also mehr fürs Team beitragen. Und von da ist es sehr gut gewesen. Ja, hat sie halt auch ein Haupthaus dahingestellt. Ist jetzt nicht ganz so größenwahnsinnig, was auf unserer Spielverhälfte ist, aber sicher auch ein bisschen ambitioniert. Aber dafür plant er schon Palisade ein. Aber der Franzose hat halt neben einer Waffenknechtarmee ein Dorfzentrum gebaut, ne? Da fällt mir nichts zu ein. So, die gehen jetzt hier, weil Gold alle ist, gehen die das nächste Gold holen. Pete hat irgendwas gemeint, von da hinten wäre auch Gold, hat er mir sogar gepinkt. Aber er nimmt es mir ja weg, also von da muss ich ja nach vorne. Jetzt kommen wir mit der Schrottpresse. Ich habe übrigens einen Katapult, da ist es. Ist nur schwer zu beschützen, denke ich, gegen zwei Reiterarmeen. Und ich denke, das war ein Fehler und das war auch ein Fehler. Stein in den Lauf geschossen. Ganz gut, der Mann. Naja, jetzt will er mir in die Wäsche hier. Hab ja ein paar Türmchen. Und Stein. Zack. Und nochmal drauf geht er durch die Rüstung. Und jetzt kommt die Keule hinterher. Die Ritter kriegen wir zumindest. Und bam! Also so schlecht war es offensichtlich dann doch nicht. So, Relikte nebenbei gesammelt. Kann man natürlich auch viel zu spät. Hätte ich viel, viel früher machen können. Das wäre es jetzt gewesen, den zu holen. Leider rausgeritten. Da vorne muss ich mich gleich irgendwie verklicken, weil der war nachher nicht mehr in dem Haus drin und ein Relikt lag vor dem Turm irgendwo nachher. War nur Chaos. Egal, die Ritter sind tot. Ich habe jetzt einen Haufen Waffenknechte hier. Und ja, Palisade ziehe ich hoch, ne, zuwollen, so wie Peter es auch macht. Ich glaube nicht, dass das besonders stark ist, zu diesem Zeitpunkt mit einer normalen Palisade zu arbeiten, weil die Ritter rechtsklick durch sind. Ne? Was gut ist, sind, glaube ich, die Türme im Dunkelwald, wenn man die vorbeireiten sieht rechtzeitig.
Das ist genauso wie Vorwarnung wie ein Palisadenprojekt, ne? Also da finde ich das ein Tick besser persönlich, aber es gibt sicher beides. Gibt sich wahrscheinlich auch nicht viel. Überall Türme in den Dunkelwaldpflanzen. So, hier vorne, da ist ein nächstes Relikt. Hier baue ich gleich einen Turm und durch den Turmbau sehe ich hier unten dann die Bären. Genau, da ist der Turm, ne? Doppelturm, damit die Arbeiter alle beschützt sind. Weil da muss man schon beschützen an der Stelle. Und dann taucht jetzt auf einmal das Dorfzentrum auf. Und dann schwenken die Leute um. Ich hätte eigentlich einen Speer nachbauen müssen, ne? Und da habe ich ein bisschen gepennt. Also das ist jetzt so ein Zeitpunkt, wenn man keinen Speer hat, man sollte immer einen Speer haben, finde ich, dann immer wieder rumschicken, immer wieder rumschicken. Dann würden halt all diese Punkte, ne, das wäre aufgetaucht, das wäre aufgetaucht. Die Gegner hätten genauso gut hier oben was auftauchen können. Also es lohnt sich immer, einen Speer rumzuschicken. Eigentlich immer, ja, ohne Ausnahme. So, der ist jetzt trotzdem hier unten aufgetaucht, hier vorne, weil er Bären sammeln wollte mit seinem Haupthaus unbedingt. Habe ich jetzt gesehen und von daher schicke ich da jetzt gleich meine Horde hin. Genau, da kommen sie. Let's go. Nächster Haupthaus. Da war irgendwas, Wolf oder so. Ressourcen, 2000 Nahrung, da brauchen wir nicht drüber reden, glaube ich. Ist völlig katastrophal. Umwandeln ins nächste Zeitalter oder in Truppen oder irgendwas. Sonst halt einfach einen Stall bauen und Pferde spammen oder was weiß ich, ne? Also ich spamme Ressourcen. Das ist völlig albern. Die Mangel lohnt sich anscheinend doch, ne? Die schießt immer wieder in die Blobs rein. Hinten mehrmals auf die Ritter, hier jetzt auf die Ritter. So, ich habe Pete gefragt, ob er es alleine schafft mit einem Rübergang. Ich wollte das Haupthaus einfach kaputt machen, ne? Wirtschaft ausknipsen. Hier auch wieder. Wahrscheinlich wäre es besser gewesen, ich wäre hier zum Kampf geblieben und Pete wäre mit seinen Rittern rübergegangen, ne? Weil das ja ein stationärer Kampf hier vorne ist. Und hier vorne die Arbeiter entkommen, wenn ich keine Ritter habe, ne? Also von daher glaube ich, vielleicht entkommen die auch nicht diesmal, weil ich es richtig mache. Mal gucken. Aber ich glaube, wir hätten es andersrum machen müssen, dass Pete da runtergeht und ich da oben bleibe. Ja, und jetzt laufen sie alle raus, weil mir das Mikro fehlt. Also darf hier keiner zählen, ne? Aber haben wir halt auch nicht gut gespielt als Team, muss man sagen. Ne? Also, wie gesagt, Piets Ritter hätten da runtergekonnt, die hätten es geschafft, ohne zu sterben. Und ich hätte den Kampf hier gewonnen, ohne zu sterben. Also, und da haben wir das katastrophale Teamspiel gehabt. So, Mangel geht down. Arbeiter werden niedergemetzelt, Wirtschaft wird ausgeknipst. Sind zwar ein paar in die Türme gekommen mit Relikten. Aber ja, nicht gut. Überhaupt nicht gut läuft das. Zack, zack. Mit Pfeil kommt man da nicht weit. Ich weiß nicht, warum man das macht. Ich habe Notfallreparatur. Ich weiß nicht. Also es ist halt ein Turm, der ein Relikt hat und dann Notfallreparatur. Ja, also der wartet nur darauf, dass hier Waffenknechte kommen, die um Pferd hauen. So, gleich habe ich aber nächstes Zeitalter. Das heißt, selbst wenn die Arbeiter jetzt sterben, ne, hat er nicht viel davon, weil ich baue die einfach super schnell nach. Also ich glaube, ab einem gewissen Zeitpunkt ist das im Raid nicht mehr ganz so eine wichtige Geschichte. Da ist das ein Relikt, weil ich zu viel hatte. Und da kann der Dude her. Okay, es liegt da. Ich habe vergessen, Steine zu sammeln. Stellt euch vor, ich hätte jetzt, sagen wir mal, 1000 Ressourcen umgewandelt in Steine, meinetwegen auch durch den Marktplatz. Dann hätte ich da halt Ruttentürme drin haben können oder sowas, ne? Hätte auch eine Mauer bauen können. Und ich habe sogar ein paar gesammelt, die habe ich irgendwie benutzt für irgendwas. Ich weiß nicht, wofür es war. Aber war wohl nicht gut genug gemacht. Weiter gehen die Raids. Apropos Raids, ich bin auch beim Gegner wieder. Die hat er nicht mehr gesehen, die Jungs. Ich wollte die Ressourcenslots ablaufen. Ich gehe jetzt hier, wenn man mal hinguckt gleich, die laufen jetzt alle Ressourcenslots ab, ne? Jeden einzelnen. Handelsroute, die nicht da ist, und dann wieder hier unten lang. Das habe ich immer, immer wieder gemacht. Wird nicht bestraft da oben, ne? Ist wieder am Raiden beim Pete. Er hing noch ein bisschen her vom Zeitalter, also Einkommen, genau. Ja. Wurde die ganze Zeit geradet und deswegen hing da ganz massiv hinterher. Mein Einkommen ist ausgegangen wegen der gigantischen Raid, die gerade war, und weil ich die Arbeiter zum Bauen hier alle benutze, ne? Das geht aber gleich hoch, weil das ein Gebäude einmal links da raus spammt. Aber ist nicht competitive mit Sicherheit. Den Turm hat er wohl ignoriert. Hast du den nicht gesehen? Ist wahrscheinlich noch Dunkelwald gewesen, ne? Genau, aber diese Türme hier, das Turmnetzwerk, ne, das deckt halt solche Aktionen auf. Dann weiß man genau, wohin die sich bewegen. Also es gibt jetzt keine Ecke, wo die halt durch können, ohne dass wir die sehen würden, ne? Das gibt schon ein bisschen Reaktionszeit. Wie gesagt, hier unten laufe ich einfach alles ab. Ja, hat er gesehen. Beide haben Ritter gemacht, halte ich ja für einen Fehler, zumal meine Waffenknechte auch beide Ritter besiegen. Ne? Also der Waffenknecht mit allen Upgrades besiegt 1:1 einen Ritter. Und von daher, also Preis-Leistung, und von daher ist das falsch, dass sie beide Ritter machen aus meiner Sicht. Zumal es auch einfach für uns zu countern ist. Ne? Also Piet braucht ja nur Speere bauen im Prinzip oder Armbrüste. Also da glaube ich, ist das ein Riesenfehler von denen, beide Ritter zu bauen. Und dann müssen die ein bisschen flexibler kommen. Nächste Gruppe unterwegs, Zweihandkeule. Ja, wir sind in der Base, räumen da ein bisschen auf.
Wirtschaft wieder aus vom Franzosen. Und der hat schon zwei Haupthäuser verloren, ne? Zu den Arbeitern, die man wieder töte. Also das ist für die Franzosen wirklich eine unangenehme Geschichte. Aber er hat auch null Defense gebaut und einfach sehr greedy immer alles irgendwo hingestellt und dann einfach seine Ritter bei uns in die Wirtschaft geschickt. Was ja auch nicht die schlechteste Strategie ist, ist ja aggressiv, ne? Aber muss trotzdem sagen, so ganz optimal ist es dann auch nicht. Dort nächste Gold sichern, da kommen die Arbeiter. Ich habe auch genug für ein Castle, werde ich gleich dahin bauen. Also noch nicht, aber jeden Moment habe ich genug für ein Castle. Da ist die große Feldschlacht, Stand-off. Haben beide Speere und Ritter. Also in so einer Lage ist, würde ich schon angreifen, weil die sind ja alle am Heilen, wie man hier gerade sieht. Türmchen. Ja, wie gesagt, noch eine Base hier immer wieder rumlaufen. Da kommen die nächsten Gruppen, die arbeiten wollen. Und ja, und das Gold habe ich natürlich jetzt hier. Müsste jetzt gleich was kommen. Wieder die Raid bei mir in der Base. Hinterher. Also ich hatte hier unten eine Palisade, die haben die aufgemacht. Ne? Ist nicht so ganz sicher, das Projekt. Wie gesagt, wenn die sterben, ist zwar fies, aber... Also sagen wir mal so, ich tausche gerne zwei, drei Arbeiter gegen einen Ritter, weil ich dann preislich extrem gut dabei stehe. Ne? Also von daher bauen wir hier einfach die Arbeiter. Ja, 17 Nahrung kosten die, 6 Sekunden. Also wenn ich einen Ritter gegen Arbeiter tausche, ist das ein super Tausch. Kann er gerne alle töten, stört nicht. Es stört einfach nicht. Er braucht die Ressourcen dann mehr als ich. Wenn der hier unten verliert, die Leute, ne, das stört schon ein bisschen eher. Also ihm. So, Pete ist hier beschäftigt. Ich habe jetzt auch mal die Leute rübergeschickt. Die wollten ihn jetzt hier wohl doppeln. Ja, aber wenn man das mal anschaut, also meine Waffenknechte hauen beide vom Pferd. Große Feldschlag. So muss das aussehen. Um die Bären wird gekämpft. Da werden zukünftige Generationen davon sprechen. Die Janitscharer stören ein bisschen, die kommen sicher von seinem Emirrat da. Ja, die französische Ritterarmee ist tot und die ottomanische Armee, die geht langsam aus der Base. Okay. Weiß nicht, ob sie noch hätte weiterkämpfen können bei dem Turm. Könnte ich jetzt nicht sagen, ob das funktioniert hätte. Und Franzose sind an der Stelle aber rausgegangen. Ja, also der hat jetzt aufgegeben, der Franzose. Ich vermute mal, wenn ich die ganze Zeit die Wirtschaft ausgeknipst habe. Wie gesagt, zwei Haupthäuser, immer wieder Wirtschaft AFK, immer wieder Arbeiter getötet, immer wieder der Ritter verloren beim Raiden und habe ich die Arbeiter einfach umsonst nachgebaut quasi. Und ich glaube, der Franzose hatte da die Schnauze voll irgendwann. Er hat es so früh aufgegeben. Ich würde sagen, ja. Da war sicher noch was zu holen. Aber klar, gegen, also im vierten Zeitalter gegen das Heilige Römische Reich zu spielen, ist natürlich, ich zeige gerade Statistik, Sekunde. Also im vierten Zeitalter gegen das Heilige Römische Reich zu spielen, ist natürlich sehr unangenehm, gerade wenn man eben schon zwei Haupthäuser verloren hat und immer wieder die Ritter draufgehen. Das ist wirklich sehr unangenehm. Dorfbewohner? Ja, der Medikus, der hat nur Scheiße gebaut. Guckt euch mal die Zahlen an. Ich meine, ich wurde auch geratet nebenbei, ne? Aber trotzdem, das hat schon sehr weh getan. Sogar nachher, als ich meinen nächsten Palast hatte, ist das nicht hochgegangen wirklich. Also das war, dürft ihr keinem erzählen. Also wenn ihr in zwei Wochen ein Spiel macht, dann sieht das furchtbar aus. Furchtbar. Ja, ja. Man sieht aber die Raids auf jeden Fall immer so ein bisschen von den Rittern, unangenehm. Und der Lamar, der Franzose hier, der hatte sogar zu dem Zeitpunkt, wo ich immer wieder die Wirtschaft ausgeknipst habe, hatte der trotzdem mehr gehabt als ich. Also der ist einfach nur rausgegangen, weil er geragequittet war, wahrscheinlich getiltet. Ne? Das ist halt eines dieser Standardprobleme, das Leute, kennt ihr von LOL auch, ne? Dass die Leute einfach zu früh aufgeben. Also von der Wirtschaft her sieht man das nicht. Klar, hatte ich noch zwei Relikte gehabt, aber eigentlich müsste der Franzose wirtschaftlich vergleichbar mit mir gewesen sein. Pete hatte, oh, ist abgestürzt das Spiel, das habe ich noch nie gesehen. Okay, guck, ob die Aufnahme noch geht. Also Pete hatte auf jeden Fall auch vergleichbare Wirtschaft mit Ottoman, auch wenn die minimal stärker war. Also im Grunde genommen haben die zu früh aufgegeben, ja? So könnte man das zusammenfassen. Das ist zumindest meine Ansicht. Obwohl natürlich, wie gesagt, meine Arbeiter wären jetzt hochgegangen und die französischen Arbeiter waren immer noch am Ausknipsen. Also von daher hat sich schon zu unserem Vorteil entwickelt. Pete war ja die Kämpfer auch da am Gewinnen langsam. Es sah nicht gut aus für die, das räume ich auch ein, aber zum Aufgeben war es zu früh. Ja, ist abgestürzt, hatte ich noch nie. Ich bin weg für heute. Ciao, ciao.